So, herzlich willkommen vor blutroter Sonne. Das ist kein gutes Omen. Eigentlich soll ja keiner zu Schaden kommen, also keiner getötet werden. Das war ja die Bedingung von Gary, die ich sehr vernünftig finde. Wir sind vor Borsodis Haus oder Aktionshaus. Und ja, im Grunde genommen brauchen wir jetzt nur noch auf Mitternacht warten. Aber ich wollte dir natürlich nochmal diese wunderschöne untergehende Sonne hier zeigen. Mit auch einem relativ coolen Verlauf im Grunde genommen, ja, wenn du hier so guckst, himmelstechnisch und so weiter, hat man schon ziemlich gut vernünftig auch gemacht. Gut, ja, pfeif mal fröhlich, ne? Pfeif dir doch eins. Komm mal hier rein, nein, ist abgeschlossen, okay, passt. Wir warten einfach mal noch den Augenblick ab. Kann ja nicht mehr lange dauern, bis es Mitternacht ist. Mitternacht war doch gesagt, ne? Okay. Gut, dann glaube ich, gehen wir langsam jetzt. Du wirst ersticken an drei Pfund. Du hast doch gar keinen Stahl dabei, du bist doch Bogenschütze. So, jetzt geht was los. Hat er eine Neumondrüstung an? Ein frühes Vöglein in unserem Kreis. Großartig. Nur eine Patrouille. Deine Mixtur muss gewirkt haben. Eveline, bist du bereit? Soll das ein Scherz sein? Na klar. Jetzt haben auch alle Neumondrüstung an, oder was? 3, 2, 1. Freie Bahn. Los mit dir. Ja, das kann sie gut, ne? Stadttauben. Wieder alles vollgekackt. Was? Euch Lattenzahns. Patrouille markiert. Eine Minute. Los! Scheiße. Ich hätte mich samt Schniedel hochjagen sollen. Der erzählt ziemlich viel über das bewusste Körperteil, ne? Bilder mitnehmen. Scheißverdammt, du hast gesagt, da ist niemand drin. Mein Informant lag wohl falsch. Das ist alles? Ich habe mir fast den Hals gebrochen. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Jetzt ist keine Zeit zum Streiten. Er kann ja nicht alles wissen. Sehe ich auch so. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir müssen da durch, was auch passiert. Kluge Worte. Eine Wache könnte auch viele mehr bedeuten. Du solltest dein Schwert ziehen. Nein. Und nun? Niemand stirbt. Das habe ich von Anfang an gesagt. Na schön, zieht eure Masken über, dann gehen wir.
Ja, Masken. Oh. Ah, wir sind auch ein König. Ist ja witzig. Hätten wir die Neumondrüstung eventuell. Also ich habe vorhin verkauft und nochmal geleert. Oh. Er hat gar nichts dabei. Er ist krass, Alter. Ich sag, ich. Okay. Dann ist das offensichtlich vom Spiel so auch tatsächlich. Selbst wenn du voll ausgerüstet reingehst, müsstest du vielleicht sogar was mitnehmen, um es jetzt auszurüsten. Okay. Naja, gut. Das können wir natürlich nicht. Rum, das ist ja ein Auktionshaus. Was liegt denn da Schönes? Die Briefe müssen alt sein, wenn man sich das Band so ansieht. Okay. Da ist noch so eine Statue, wie wir sie schon gekannt haben. Da ist ein Pokal. Ja, hier nochmal genauer hingucken und rumgucken. Liebesbriefe. Wollen die gleich noch lesen? Jetzt haben wir im Moment gerade noch Zeit. Okay. Das Bild sieht fast aus wie unser aus. Okay, wir lesen mal ganz kurz den Brief, weil der ist bestimmt nicht umsonst hier platziert worden. Ich wollte nur gerade noch mal gucken, was jetzt alles reingekommen ist. Also, Liebesbrief. Dein O. Der Artikel zusammen mit dem Rest von des von E Anwesens erworben zur Auktion gestellt. Startpreis eine Krone, keine Gebote. Von Everick Anwesen. Okay. Meine Liebe, gib nicht auf. Es ist noch eine Woche hin, bis du den Ophir heiraten sollst. Ich denke mir etwas aus. Vielleicht bekomme ich bis dahin das Geld. Vielleicht überzeugen meine Tränen deinen Vater. Vielleicht erhören die Götter unsere Gebete. Und falls sie, nicht sie, dann vielleicht irgendein Teufel. Okay. Wie es dann auch gekommen ist, wahrscheinlich. Wenn es nicht anders geht, werde ich durch das Fenster in den Tempel springen und dich vom Altar fortreißen. Wir fliehen an einen weit entfernten Ort, an den Rand der Welt, wo uns niemand finden wird. Du schreist von Traurigkeit, auch ich spüre ihre Schwere. Ich denke ständig an dich, daran, wie wir bei einer Flasche Wein bis zum Morgengrauen bei der Akademie saßen und du unser Traumhaus in das Sägemehl auf dem Boden gezeichnet hast, daran, wie wir an den Docks unsere Füße ins Wasser hielten und ich gar nicht aufhören konnte, über deine schlüpfrigen Lieder zu lachen. Ich küsse das Medaillon mit deinem Bild, bevor ich schlafen gehe und nachdem ich aufwache. Ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, wir werden für immer zusammen sein. Bleib tapfer, ich liebe dich, dein Olgiert. Okay, die wollten für immer zusammen sein und das hat in irgendeiner Form auch geklappt, weil der kann ja nicht getötet werden, ne? Da wurden ja, dem wurde ja schon mal ein Schwert in den ins Herz gestoßen und er ist nicht gestorben. Der ist also unsterblich, aber es ist wie immer doppeldeutig, man muss aufpassen, was man sich wünscht. Wie man auch in dem Lied hört und so weiter und so fort, das wendet sich eventuell gegen einen. Alles klar. Na gut, das hat nochmal so ein Stück weit auch eine Richtung jetzt gewiesen. Da bin ich jetzt aber gespannt. Das war erstmal ganz gut, dass wir das noch gefunden haben. Und Das war wahre Liebe. ja, hörte sich zumindest so an. Wir können noch kurz da hoch. Gnomische Scherze, das haben wir letztens 4 Exemplare verkauft. Oh, was ist denn da oben noch hin?
ist eine Truhe, da möchte ich unbedingt hin. Okay, und zack. Super. Eine ganze Truhe mit irgendwelchem Schreddel da und so weiter. Und der nimmt so einen Krimskrams da. Ah! Oh, Mist. Dann okay, müssen wir nochmal. Ja, okay. Ein Stück weiter vor und hopp. Gut. Und jetzt mal kurz umdrehen. Okay. Und. Oh, okay. Ich krieg's hin. So. Oh nö. Pass auf, ich will das jetzt. Ich will jetzt diese kleine Wasserflasche von dort oben wirklich haben. Einfach weil das ein Sport ist. Gut, pass auf. Wir müssen jetzt rennen und nach unten. Nein, wir müssen. Was müssen wir eigentlich? Kommen wir nicht auch schon hier hoch? Nee, da kommen wir nicht hoch. So. Da kann man nichts machen. Er springt nicht an der Kante. Ich frage mich, warum. Ich hasse es. Wir machen noch einen Versuch. Komm. Jetzt will er gar nicht mehr hoch. Gut. Das mit dem Seil habe ich auch nicht kapiert. Da gab es schon mal so ein Ding mit einem Seil und das habe ich auch nicht. Das ist aber eine Truhe, verdammt. Komm. Ja. Naja, gut. Meteoritenerz. Mist. Na gut, hätte auch funktionieren können. Da ist ein verschissener Ausgang. Wir machen mal diesen hier. Gut, und dann gucken wir nochmal hier. Gut, okay, passt. Es war zu verlockend. Du, das ging gar nicht mehr um den Inhalt von der Truhe. Ich hatte natürlich gehofft, dass da super was drin ist. Aber es ging eigentlich viel mehr darum, um den Sport. Da war noch was versteckt und wir wollten das doch unbedingt haben. Gut, erreiche Schatzkammer im Keller des Auktionshauses. Ja, dann gehen wir doch mal. Ist doch nichts einfacher als das, oder? Wir sollten vielleicht zwischendurch noch mal speichern. Na, das machen wir hiermit mal. Gut, dann. Luft ist rein. Klopf auf Holz. Gut. Jetzt sperren alle die Augen auf. Meine sind offen. Ich habe schon allerlei gesehen, was ich mitnehmen möchte. Jetzt nicht. Unser Ziel ist die Schatzkammer. Ist das klar? Gut, die Türen würde ich schon mal mitnehmen. Okay, passt. Da ist unsere Tür gewesen. Und wir gehen einfach weiter. Ja, die Pflanze können natürlich klauen. Ja, aber wir erhöhen das Startgebot. Was ist das denn? Wache! Wache! Oh, tja, das war's. Wir sind am Arsch. Du hast gesagt... Verdammt, ich weiß, was ich gesagt habe. Auf sie, bevor sie Alarm schlagen! Der Welpe hat Zähnchen. Na komm schon. Gut. Das ist auch relativ stupide, aber offensichtlich reicht es aus. Gut. Mist. Auf ihn! Er darf nicht fliehen! Mist. Oh,
Der macht ja die... Oh nein. Mist. Eingeschlossen. Scheiße! Verdammt. Die Waffen weg. Ihr habt keine Chance. Vielleicht nicht. Aber wir haben Geiseln. Gnade, Meister. Bei drei gehen wir rein. Eins, zwei. Einen Schritt weiter und es stirbt jemand. Halt, halt. Wir müssen verhandeln. Was fordert ihr für das Leben der Geiseln? Kauf uns etwas Zeit, Geralt. Wir haben eine Forderung. Zieht euch aus dem Auktionshaus zurück. Du weißt, das können wir nicht. Ihr könnt. Ihr wollt nur nicht. Ich kann ja auch eine Geisel töten. Tut, was sie sagen. Bitte. Beruhigt euch. Niemandem passiert was. Klar? Wie Kloßbrühe. Sobald ihr eure Männer hier abzieht, leben alle glücklich bis an ihr Ende. Ich wiederhole, das ist keine Option. Wir müssen aber zu einer Einigung kommen. Irgendwie scheine ich nicht durchzudringen. Das hier ist kein Wochenmarkt. Hier geht es um Leben und Tod. Ich verstehe, wirklich. Aber... Kein Aber. Ich zähle bis drei, dann rollen Köpfe. Eins. Götter, habt Gnade! Tu einfach, was er sagt! Du lässt mir keine Wahl! Zwei. Angriff! Okay. Mann. Gut. Und jetzt? Verdammt. Ich hätte gut auf die Explosion und den Kampf verzichten können. Die Explosion bringt uns in die Schatzkammer. Wo ist Eveline? Geflohen. Auch gut. Dann bleibt mehr Beute für jeden von uns übrig. Los, bevor Verstärkung anrückt. Ich will nur mal immer ein bisschen gucken hier. Es macht ja keinen Sinn, jetzt rumzuhasten. Sinnlos. Gut. Okay. Heimwerker-Enzyklopädie. Ob uns das jetzt hier wieder so viel weiterhilft? Der letzte Wunsch ist nichts Neues. Nochmal der letzte Wunsch. Gut.
Wir haben noch irgendwas gefunden, ne? Das müssen wir nachher noch lesen. So. Pferdehalter. Gut, das war das hier. Dann haben wir dann hier das weiter. Die haben wir alle schon gelesen, krass. Zahlungsaufforderung, okay. Warte mal, da ist noch was. Pferdepfeife. Habe ich das wirklich schon gelesen? Ist gar nicht mehr im... Aha. Ist gar nicht mehr im Gedächtnis. Ich will vor allen Dingen die Briefe und so weiter mitnehmen. Das ist das ja nicht vergesse hier. Weil offensichtlich... Okay, das ist erstmal hier hinter dem Ding. Okay, passt schon. Also von da haben wir es. Von da haben wir es. Und von da haben wir es auch, ja? Okay, passt. Schön. Dann machen wir hier mal weiter. Ein paar schöne Figuren können wir noch mitnehmen. So. Oh Gott, wir haben da so viel zu lesen. Pferdepfeifer. Wir haben nur Pferdepfeifer. Meister Matthäus. Der Loder. Alter Loder hat jetzt auch geschrieben, gell? So. Schütti. Dann sind wir dort unten. Boah, Alter. Ein feiner Wumms. Bisschen laut, aber ich musste ja mehr Knallquecksilber beigeben als üblich. Und da... Interessiert mich nicht. Interessiert keinen. Wir gehen rein. Geralt, du zuerst. Wieso ich? Dazu habe ich dich eingestellt. Los jetzt, wir haben keine Zeit. Okay. Gut. Dann gehen... Was ist das denn schönes Grünes? Da ist doch sicherlich noch wieder irgendwas versteckt. Gehen wir mal kurz in den Spielstand. So. Gehen natürlich erstmal in Richtung des Lootens. Oh, okay. Gut. Gut, also jetzt hier. Gut. Das war ja nicht so ergiebig. Dann dieses hier. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Ach du Scheiße. Haben wir noch Fälschungen? Ja, wir haben Fälschungen gekauft. Super. Okay. Gut, dann... Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Aha. Gut. Und dann noch dahinter. Ja. Der macht eine Show draus, ne? Sie sind in der Schatzkammer. Sie haben sich darin eingeschlossen. Also ein bisschen schauen, dass wir hier hinkommen. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Jetzt schon einiges, ne? So. Boah, okay. Das hätte ich natürlich jetzt hier auch gerne mit. Gut, Ergebt euch! Ihr habt keine Chance! Ja, solange ihr da noch dran rumwumst, ist ja nichts Schlimmes. Aber dann hat er Fälschungen verkauft, oder was? Die gleichen Gemälde wurden zum Verkauf angeboten. Okay, cool. So, gut, dann machen wir mal weiter hier, ne? Ihr wisst ja nicht, mit wem ihr euch anlegt. Noch drei Mann. Im Gegenteil. Ich weiß es nur zu gut. Ihr
Ewald? Oh. Hallo, Bruder. Bruder. Lange her. Da brat mir einer einen Gabelschwanz. Du schuldest uns eine Erklärung, Ewald Borsodi. Was ist der Zweck dieses Familientreffens? Rache. Wegen Verrats. Erniedrigender Jahre. In Armut. Vater hat mir das Auktionshaus vererbt. Mir! Horst hat mich betrogen und enterbt. Du hast alles, was wir eingenommen haben, verspielt und verhurt. Vater hat das nicht gesehen, aber ich... Das ist keine Entschuldigung, Horst. Und keine Rettung. Ihr zwei, haltet zu mir. Die Redanier werden euch nichts tun. Ich gebe euch, was ihr wollt. Also bei Horst sind wir definitiv nicht. Das ist mit mir nicht zu machen. Bei Ewald eigentlich bin ich für das Unterste. Wir halten uns eigentlich immer raus. Und Ewald selber hat ja gesagt, wenn es Probleme gibt, ist dann jeder auf sich selber gestellt. Damit muss er halt rechnen. Ich versuche halt eine moralische Position hier irgendwie dazu zu finden. Also bei Horst bin ich auf definitiv nicht, ja. Der mag auch seinen Grund haben, jetzt den Ewald meinetwegen jetzt dann vom Thron gestoßen zu haben. Aber ich würde auch den Ewald nicht unbedingt aktiv unterstützen, weil der nicht unbedingt sicherlich das reinste Gewissen hat. Insofern, ja. Ich würde gerne Partei ergreifen, aber der Ewald ist auch nicht, also ich weiß nicht, was passiert ist und wer nur Recht hat und so. Wir sollten uns aus den Angelegenheiten der lokalen Elite vornehm heraushalten, weil wir gesehen haben, wie elitär die wirklich sind. Ich halte mich aus Familienangelegenheiten raus. Also wie Dann hättest du menschlich. besser nicht in meine Schatzkammer einbrechen sollen. Für Neutralität ist es jetzt zu spät. Bist du für mich, kleide ich dich in Gold. Bist du gegen mich, wirst du hier nicht mehr rauskommen. Ja gut, aber dann ist das auch sehr, sehr klar. Ich glaube, das vom Horst, das Angebot, also so wie der sich verhalten hat, ist auch nicht real. Der kann eigentlich nicht so viel Gold bieten, dass man darüber hinaussehen würde, dass der sich so scheiße verhalten hat. Also, nee. Nee, nee, nee. Also, wenn wir uns entscheiden müssen, dann klar, Ewald und fertig. Übrigens, Gebrüder Wenn du das so Ewald und siehst, dann Horst, bin ich für Ewald. dann ist das auch klarer jetzt, warum es Gebrüder. Ach, wir nehmen, was wir wollen, sobald wir Hackfleisch aus dir gemacht haben. Weise Worte, Mann. Auf sie! Okay. Von rechts ein! Komm schon, komm näher. Das war aber ein schneller Kampf. Okay, schneller als gedacht. Ich hätte das gerne anders gelöst. Die Schriftrollen gestohlen, dich auf die Straße geworfen. Rache genießt man am besten kalt. Heiß ist sie mir aber auch recht. Bitte, Gnade, für deinen Bruder. Ich tue alles, was du sagst. Wirklich? Alles? Ja, alles. Überschreib mir alles, was du hast. Dann verschwinde. Nur mit dem, was du am Leib trägst. Erlaube mir, etwas mitzunehmen. Bitte, irgendetwas.15 Jahre in der Kanalisation. Wie ein Tier. Und du wagst es. Du wagst es zu betteln. Ah.
Vielleicht könnte der auch nicht barmherzig sein. Ja, aber oh. Ein zufrieden. Durchaus. Und du? Nein, erst wenn ich Max Bausodis Haus habe. In dieser Schatzkammer, hast du gesagt. Das stimmt auch. Dort. Aber ich fürchte, es ist nicht für dich. Darin befindet sich nämlich das Testament meines Vaters. Mit welchem Ewald Borsodi, lang vermisst, das Vermögen einfordern wird. Und was fordert wohl Geralt von Riva ein, den du betrogen hast? Bedauere. Aber alles andere darf er auswählen. Meine Herren, meine Herren, bitte. Du hast mich reingelegt. Und du wolltest mich gegen die Schläger von Horst im Stich lassen. Für meine Begriffe sind wir quitt. Was Max Borsodis Haus betrifft, wenn du es unbedingt haben willst, musst du es dir schon mit Gewalt holen. Wir probieren es mal so. Ich würde dich mit links niedermachen. Aber vielleicht kriegen wir das ja auch anders gelöst. Da ist kein Kompromiss drin. Wir wollen beide Max Haus. Eigentlich willst du den Inhalt. Ich will das Haus. Sie sind unten! Na schön. Deine Hand drauf. Puh, mir fällt ein Tonnengewicht von den Eiern. Her mit der Truhe und dann raus hier. Wie du willst. Hier lang. Okay, wir haben es wenigstens. Und wir mussten den nicht umbringen. Okay. Dreimal verfluchtes Arschloch. Gut, schnell noch hier. Also ich gehe nicht ohne alle Rezepte. Machst du bitte laufen, laufen, laufen? Ist da was Rotes gewesen? Nee. Okay, why? Oh, hier ist dann komischerweise nichts mehr. Ich hänge irgendwie fest. Ja, danke schön. Der Kampf war ja super schnell entschieden. Also man muss praktisch nur auf den... Boah, Alter, okay, passt. Man muss also nur letztlich da auf den... auf den Hauptmenschen gehen. Und sich gar nicht mit den ganzen anderen Typen einlassen. Haben wir hier alles? Nee, da vorne ist noch was. Gut. Dann Lucky Lucky. Hier ist nichts mehr. Spiel gespeichert. Wie, das war schon. Also ich meine, diesen Leuchter da durch den Kopf zu treiben, man weiß nicht, was der Ewald alles erlebt hat, ja. Und so ein bisschen eine Retourkutsche ist es halt schon für das Verhalten von dem Horst.
Das muss man halt eben auch sagen, ne? Für dieses hochnäsige Verhalten. Da hat er eben mal sein Reichtum quasi direkt verabreicht bekommen. Aber, naja, ich weiß nicht. Es ist halt, ohne Gnade zu leben. Man weiß eben nicht, was der Ewald erlebt hat. Und insofern kann man ihn da nicht richten. Und fertig aus. Ja. Also insofern. Ich hoffe, dass wir ein cooles Rezept haben. Ich habe das gar nicht. Ich habe gar nicht gelesen. Halt. Warte mal. Was ist denn, wenn wir da. Nee, das ist abgesperrt. Okay, habe ich kapiert. Ich hatte es nicht richtig gesehen. Ich musste nur mal kurz. Man muss es so machen, wie man es immer macht, sonst kommt man einfach nicht auf den grünen Heller. So. Jetzt bin ich aber gespannt, wo wir rauskommen. Irgendwo an dem Flüsschen oder so oder in der Kneipe. Oder bei den gesperrten, bei diesen gesperrten Nein. Gut, bei diesen gesperrten Dingern hier. Wie heißt es gleich? Oh, ist so ziemlich gutes Zeug, ey. Lederbänder, wuhu! Brunnen da, von der Kanalisation. Nein, ist es nicht, ist irgendein Tor. Okay, passt. Da haben wir ja ganz schön abgesahnt hier nochmal mit Ketten und Ringen und was weiß ich alles. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, dann benutzen wir es. Ah, irgendwo. Am Pier oder was? Ja, Geralt. Okay, dann gehen wir mal vor. So einfach war das. Ich hätte es mir jetzt etwas komplizierter vorgestellt, ehrlich gesagt. So, hier trennen sich nun unsere Wege. Sei still. War ich so schlecht? Nein, aber es war verdammt knapp, Ewald. Hast um Haaresbreite überlebt. Alles Gute, Kasimir. Ich hoffe, dass Euphemia zu dir zurückkehren wird. Ach, scheiß auf ihre Anwandlungen. Ich hab jetzt so viel Gold, da brauche ich keine Liebe mehr. In dem Fall wünsche ich dir und deiner Börse alles Gute. Ich freue mich, dass wir den genommen haben. War die richtige Wahl. Wenn du jetzt nur so einen Halsabschneider oder sonst was dabei gehabt hättest, der ist in Ordnung. Der Wind heult. Jo. Okay, Tag. Gut. Der Mond am Mond. Die Sternlein prangen, die Sternen am Himmel, der Mond am Mond. So, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hatten einiges Moralisches wieder zu klären, aber ich denke, wir haben es ganz gut hingebogen. Ich bin soweit zufrieden, außer dass wir eben doch haben einen umbringen müssen, oben und dann eben die unten. Was willst du sagen? Es ist halt eben kein gewaltfreies Spiel. Man hätte sich es anders gewünscht und fing ja ganz gut mit den Holzschwertern an, aber wenn es dann ums Ganze geht, ist die Elite dann halt eben vielleicht dann auch, ja, weiß schon. Okay, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei, weil jetzt haben wir unser Borso dies Haus und können zum Oldiert. Und ich hoffe, wir kriegen bald wieder unsere tolle Rüstung zurück. Also, bis dann, bis beim nächsten Mal und ich hoffe, ja, wie gesagt, du bist wieder dabei. Bis dann, ciao.